Am 23. März 2010 treffen sich 60 Schüler des Ernst-Mach-Gymnasiums am Haarer Wasserwerk. Hier sollen in den nächsten 2 Tagen 4000 Bäume gepflanzt werden. Mit dabei ist der Leiter des Forstrevieres Aschheim, Michael Matuschek. Der Fachmann erklärt den Jugendlichen, worauf man beim Pflanzen von Bäumen achten muss. Ich mache auch viel mit Spielen. Ich versuche niemanden zu belehren oder Baumarten beizubringen, wie es gern von den Lehrerinnen gern oft erwünscht ist, sondern einfach das Interesse am Wald zu wecken, zeigen, dass der Wald was Schönes ist, wo man seine Freizeit auch verbringen kann. Und wenn das Interesse mal geweckt ist, dann kommen die Informationen von ganz allein, weil sich die Kinder von selbst informieren. Und mit den heutigen Medien, Internet und was man hat, ist es ja gar kein Problem mehr, die notwendigen Informationen zu holen. Die Aktion Plant for the Planet wurde im Jahr 2007 von dem damals 9-jährigen Felix Finkbeiner ins Leben gerufen. Der Starnberger Schüler hatte im Unterricht ein Referat über Klimaerwärmung gehalten. Er beendete seinen Vortrag mit den Worten: "Lasst uns in Deutschland bis 2009 eine Million Bäume pflanzen." Sein Vorschlag verbreitet sich seitdem wie ein Lauffeuer. Kinder und Jugendliche der ganzen Welt schließen sich zusammen und veranstalten Pflanzpartys. Weil man nicht nur fordern kann, sondern auch was tun muss, haben wir uns zum Ziel gesetzt, 1 Million Bäume zu pflanzen. Wenn wir diese 1 Million Bäume geschafft haben, gehen wir dann zu Frau Merkel, fordern dort gleiche Verschmutzungsrechte für alle. Dann gehen wir nach Brüssel, fordern dort gleiche Verschmutzungsrechte für alle. Dann nach USA und fordern dort bei der UNO gleiche Verschmutzungsrechte für alle. Das Ernst-Mach-Gymnasium in Haar engagiert sich schon länger in Sachen Klimaschutz. Es wurde 2008 mit dem Titel Umweltschule in Europa ausgezeichnet. Wir haben uns um diese Auszeichnung beworben, vor 2 Jahren zum ersten Mal, und mussten da zuerst einmal einen formalen Schritt unternehmen, nämlich das ganze Lehrerkollegium auf unsere Seite bringen, haben das in einer Konferenz vorgestellt, dieses Konzept dieser Auszeichnung, und damit fiel der Startschuss, nachdem das Kollegium hier einverstanden war, dass wir uns darum bemühen. Und das ist ein niederschwelliges Angebot. Es gibt ganz viele Aktivitäten, die wir bereits betreiben, die hier einzubringen sind. Die eine Weltarbeit beispielsweise oder die Imkerei, der Schulgarten. Und dazu sind nur weitere Ideen dann gekommen, die wir im Laufe der letzten beiden Jahre umgesetzt haben. Und so wurden wir von Jahr zu Jahr jetzt 2-mal hintereinander, hoffentlich auch in Zukunft, ausgezeichnet. Miriam Werni, Schülerin der Klasse 6D, ist zusammen mit einer Klassenkameradin an der Evangelischen Akademie in Tutzing zur Klimabotschafterin ausgebildet worden. Das ist so, weil wir Kinder haben ja eigentlich die ganzen Probleme, die Überschwemmungen und sowas. Und ich will auch anderen Kindern das übermitteln und mehr Kinder für Plan for the Planet, also Plan for the Planet, damit unterstützen. Was dann die anderen Schüler euch fragen oder was sie wissen wollen? Ja, viel vor allem über Felix, wie alt er ist oder sowas, als er das gegründet hat. Und auch, was man selbst dagegen tun kann. Und es sind schon viele Schüler interessiert. Es ist ja, wir haben schon öfters den Vortrag gehalten. Beim allerersten waren wir natürlich total aufgeregt.
Und wir haben halt auch erstmal ein bisschen das Referat gelernt. Und jetzt können wir es auch langsam wirklich auswendig, also richtig auswendig. Die 14-jährige Elena Werni steht ihrer kleinen Schwester mit praktischen Tipps zur Seite. Auch sie interessiert sich für Umweltfragen. Ja, Klimaschutz ist es halt so, wenn ich mir denke, ja, irgendwann in 40 Jahren, wenn das Erdöl leer ist, dann kann ich nicht Auto fahren, wenn das die Erwachsenen jetzt einfach nicht aufhören damit. Und ich interessiere mich eher für die Biologie, besonders jetzt auch die Meeresbiologie interessiert mich. Und das ist eher, wo ich sage, ja, wir zerstören da was Gewaltiges. Nicht so ganz das Klima, eher so, dass ich sage, die Natur wird halt komplett zerstört. Das ist nur mein Gedanke. Finanziell wird die Baumpflanzaktion von der Gemeinde und den Gemeindewerken Haar unterstützt. Walter Dürr, Geschäftsführer der Gemeindewerke und Haars Bürgermeister Helmut Dworzak, lassen es sich deshalb auch nicht nehmen, ihr eigenes Bäumchen in die Erde zu setzen. Jetzt hoffen alle, dass die kleinen Setzlinge den Nadelwald im Laufe der Jahre in einen artenreichen Mischwald verwandeln werden. Ja. 24. März am Haarer Wasserwerk. Um 10 Uhr treffen sich 75 Kinder und Jugendliche der Hauptschule St. Konrad. Sie machen da weiter, wo die Gymnasiasten am Tag zuvor aufgehört haben. Ja, die Initiative kam eigentlich vom Ernst-Mach-Gymnasium und wir haben uns gedacht, es ist auch positiv für die Hauptschule, sich da einfach mal anzuschließen. Gerade für unsere Schüler, die relativ wenig Kontakt eben auch zur Natur haben. Und ich denke, das war heute ein ganz positiver Beitrag dazu. Gestern waren zwei Mädchen bei uns aus dem Ernst-Mach-Gymnasium und die haben uns da was erzählt drüber, über den Klimaschutz. Ja, wenn wir Bäume pflanzen, dann wird auch die Luft besser und das ist besser für die Ozonschicht und ja, man könnte auch, wenn man nicht so viel rumsprüht mit Sachen oder nicht so viel Energie verschwendet, auch besser was für das Klima machen. Das waren jetzt in den letzten zwei Tagen 4000 Pflanzen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind doch recht viele Bäume, wo gepflanzt worden sind und ich denke, viele Kinder haben gesehen, wie schwer das ist, überhaupt so einen Wald zu begründen und das zu pflanzen, aber dass sie das machen können. Gelernt haben die Schülerinnen und Schüler in den letzten Tagen auf jeden Fall einiges. Also, dass Kinder sich auch in den Klimawandel einmischen können und dass wir Bäume pflanzen, damit wir bessere Luft bekommen. Die Baumpflanzaktion am Wasserwerk soll kein einmaliges Projekt der Schüler bleiben. Klimaschutz, so wissen sie, bedeutet, dass man aufhört zu reden und anfängt zu handeln.